Ja, dann stifte ich heute was von meinen Sachen. Wenn auch ungern. Behalt. Huch. Oh, ich hab wieder einen. Schön jemand. Wir haben was. Hi, guten Morgen. Ist bei dir keiner? Nö. Super, bei mir steht gerade Clint vor der Tür. Und ich bin wohlbemerkt aus deinem Haus gekommen. Wer weiß, was wir heute Nacht gemacht haben. Das war nicht so abgesprochen, ja? Ich hab mich nachts zu dir ins Bett geschlichen. Kaum rede ich mal mit einer anderen Frau, wirst du eifersüchtig hier. Ah, jetzt weiß ich warum hier. Ach Quatsch, du weißt doch, ich hab's nicht so mit Treue. Ja, ich weiß, deswegen. Eifersüchtig bist du, kannst trotzdem sein. Das stimmt. So, jetzt lass mich mal vorlesen, was der liebe Clint will. Ich hab hier einen Brief vom Julia Markt bekommen. Entschuldigung. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erze ja, und weiter. Wenn du das meinst. Oh, ich muss sie ja genauso bekloppt lesen wie du eigentlich, ne? Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Yay! Ich habe Blaupausen. Herstellung eines Schmelzofens gelernt. Sehr schön. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserung werden. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eines deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. So, weg ist er. Und jetzt stehe ich vor meinem Haus. Sich seinen Weg schmieden. Ich soll einen Schmelzofen herstellen. Wenn mir gesagt, ich mag die Stimme der KI. Bitte was? Ich habe dich akustisch nicht verstanden. Ich mag die Stimme der KI, hat mir einer geschrieben. Siehst du? Die KI macht das sehr gut. Oh. Geh mal in die Stadt. Ich krieg gerade die Sequenz auch eingeblendet. Ah, okay. Oh, hallo. Du musst klicken, oder? Nee. Was für ein Schandfleck. Ich hab geklickt. Ich glaube, wir können die wieder getrennt voneinander abspielen. Das ist das Gemeinschaftszentrum von Pelikan. Oder was davon übrig ist, zumindest. Warte mal einen Moment, ich muss nachkommen. So, jetzt habe ich geklickt. Es war mal der Stolz und die Freude der Stadt. Immer gut besucht. Bist du soweit? Ja. Ich bin jetzt bei jetzt. Ja, jetzt schau es dir einfach an. Es ist eine Schande. Heutzutage wollen die jungen Leute lieber vor ihrem Fernseher sitzen, als sich mit der Gemeinde zu beschäftigen. Gott, klingt so schnöselig. Aber lassen wir das. Ich klinge wie ein alter Trottel. Der Julia-Konzern drängt mich schon länger, dieses Stück Land an sie zu verkaufen, damit sie ein Warenhaus daraus machen können. Die Stadt könnte das Geld gebrauchen, aber irgendetwas hält mich davon ab, es zu verkaufen. Ältere Menschen wie ich hängen an Relikten der Vergangenheit. Wie dem auch sei. Wenn sich noch irgendeiner eine Mitgliedschaft im Julia-Konzern holt, werde ich es einfach verkaufen. Ha, hier, lass uns reingehen. Also untersteht ich. Jojo-Konzern und sowas. Ich hab da schon gekauft. Ich bin quasi schon Mitglied. Was ist das? Vincent und Jasmin sind hier gespielt haben. Hier sieht es sogar noch verwahrloster aus, als ich dachte. Ja. Oh, die sind so süß. Was? Was ist los? Ist dir schlecht? Bist du irre? Bist du bekloppt? Hast du Drogen genommen? Hast du das gesehen? Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Ort voller Ratten ist. Und da lacht er dabei. Ich glaube, dir geht's nicht gut. Ich mache mir Sorgen um dich, Ben. Hör zu, ich gehe nach Hause. Ich brauche was etwas Mittagessen. Warum reden immer alle über das Essen? Und vor allem will ich nicht mit dir gesehen werden, mit so einem Drogenjunkie.
Ich lasse diesen Ort von jetzt an einfach geöffnet. Vielleicht kannst du helfen, die eine oder andere Ratte zu fangen, wenn du zu viel Zeit übrig hast. Außerdem kannst du dich hier gut verstecken und deine Drogen nehmen, da sieht's keiner. Merkwürdig. Ich muss später zurückkommen und dieses Gebäude genau in die Lupe nehmen. Toll, ich wollte hier gar nicht hier. Das ist aber schrecklich. So, die erste, war das ja schon das erste? Nee, wo war denn das erste, das Frühlingsding? Ist doof? Links unten, glaube ich. Hier, ich hab's. Aber wir können es noch nicht lesen. Was brauchen wir denn, um es zu lesen? Müssen wir irgendwie die Quest vorantreiben, glaube ich. Wir müssen erstmal erfahren, was ist, glaube ich, hier so wirklich warum die Geister hier auftreten und so. Wir machen auch heute ein Tutorial, wie man eine Lumi fängt. Wir werfen eine Angel nach ihr aus und müssen sie nur versuchen zu treffen. Ich bin weit weg. Das dauert leider zu lange in dem Spiel. Vielleicht müssen wir sie vorher nass machen, Eli, damit sie nicht so weit wegläuft. Na, danke. Ignoriert die Frau dich auch? Ich muss erstmal eine Lumi fangen. Ich hab sie getroffen. Ja, die ignoriert mich auch. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Ich habe gerade vor ihren Augen eine Angelrute nach dir geworfen. Warum denn jetzt schon wieder? In einer Kiste von dir ist nur ein Stück drin. Weil ich Erz gefunden habe. Für Minenmaterialien brauche ich so. Oder zählt es als Baumaterialien und kommt in unsere gemeinsame? Es ist mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen. Ich bin Harvey, der Arzt der Stadt. Ach shit, beim Arzt war ich auch noch nicht. Hey, du bist Ben, der neue Bauer, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischwarenladens. Wenn du Saat brauchst, ist mein Laden der richtige Ort dafür. Ich kaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. Wie viel kostet der blöde Rucksack? 2000. Du hast unser Beet noch gar nicht bewässert. Das kann sein. Du kannst mal neue Sachen kaufen. Bin gerade dabei. Dann kauf mal was man öfter ernten kann. Zu spät. Wer ist das jetzt? Kann ich hier schon? Hey, du bist also das neue Mädchen, hm? Wir werden sicher gut miteinander auskommen. Ich heiße Alex. Und der ist ja süß. Er hat blaue Augen. Man das findest du wieder gut, ja? Ich mag blaue Augen. Schweinerei. Was hast du denn für ein Problem damit, dass ich blaue Augen mag? Dass ich braune hab. Oh. Du fühlst dich diskriminiert. Nee, tatsächlich nicht ganz so schlimm. Ich mag tatsächlich eigentlich blaue Augen nicht. Also zumindest nicht so, wie sie die meisten Leute haben. Die haben ja eher so ein blau-grau und das finde ich irgendwie nicht so hübsch. Oh, je heller, desto besser. Nee, das muss wirklich... Also ich finde es nur hübsch, wenn es wirklich blau ist. Wobei, je heller, desto besser. Stimmt ja. Also wenn es dann halt wirklich so ein hellblau wird, das finde ich cool. Aber wenn das so komisch ist... Blau ist halt richtig toll. Wenn das dann irgendwie so komisch grau, verwaschen, dreckig ist, finde ich das nicht so schön. Nee. Also es muss schon so ein Eisblau ist cool. Aber hast du nicht auch braune Augen? Ja, leider. Leider. Also ich mag tatsächlich, so blöd es jetzt klingt, alles, was ich nicht habe. Guck mal, wir haben schon eine Höhle, deswegen haben wir unser Waldding. Die Höhle hat man immer schon. Die Höhle hat man immer. Deswegen magst du also Penisse. Ja. Nur weil du es nicht hast. Das wird sein, nur weil ich keine eigenen habe. Wo bist du denn? Guck mal, wenn ich hier reingehe, jetzt nicht mehr. Kannst du hier drunter laufen. Du hast verkackt. Jetzt komme ich hier oben aber raus. Ha. Kannst nämlich komplett drunter langlaufen. Das ist halt mit Walddach. Flup, 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 flup. Ich habe schon drei verschiedene. Flup, oh, da ist ein Schatz. Flup. Oh, da kennst du einen Schätzer. Haben wir überhaupt schon was zum Schätzer ausbuddeln? Nee, ein Schatz beim Angeln. Oh nein! Jetzt sind Fisch und Schatz weg. Ja, man muss halt fähig sein dafür, ne? Du willst mich heute fertig machen und dissen. Gehst du weg? Mua. Gehst? Ich sag dazu jetzt nichts. Du hast braune Augen, du bist eh hässlich. Oh, ich habe eine zerbrochene Brille gefunden. Ja, sehr gut. Hast du meine Brille wieder in den Teich geworfen oder was? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Toll. Mir läuft die Zeit davon nicht. Ich möchte doch gerne meine Energie noch verbraten. Dann musst du die einfach nur werfen. Hier immer wieder reinwerfen, wieder rausholen. Reinwerfen, rausholen. So, ein bisschen. Oder ab 2 Uhr. Jetzt sind meine Aufnahmen für YouTube nicht mehr auf. Guck mal, wir haben die Vogelscheuche. Wie deine YouTube-Aufnahme. Kurz schauen, warum.
Warum? Aber es geht weiter. Oh, wir haben sehr viel Geld eingenommen. Was hast du denn alles verkauft? Ja, unsere Pastinaken waren fertig. Ach so. Warum hast du denn keine aufgehoben davon? Hab ich. Kann man das für eine Quest kriegen damit? Hab ich. Wo hast du die denn hin? Oben in unsere gemeinsame Truhe. Bei mir reicht eine Truhe. Oder reicht generell die, gemeinsame Truhe. Das ist die Truhe für dann sortier du halt. Bau du eine Truhe daneben und sortier es aus. Aber ich fange jetzt nicht an, weil so wenig Sachen so rumzusortieren sinnlos. Und Haufen Truhen zu bauen, die wir am Ende nicht brauchen. Du hast jetzt schon mehr Truhen gebaut, als ich in meinem ganzen Stardew Valley gespiele bisher. Wo ist jetzt mein Häuschen geflogen? Da. Hier ist noch eine Pastinake fertig und ich habe ein volles Inventar, wenn du das... Jetzt warte mal. Aber du hast auch deinen Fisch und alles da rein. Ja, ich sag ja. Ich hab einfach. Ich hab's einfach entleert. Kein Mensch blickt da mehr durch. Ich hab mich da drauf gesetzt und gemacht. Aber so geht das doch nicht. Wieso nicht? Nein! Was machst du denn ins Baumaterial? Die Kiste ist für Saatgut. So. Ich wusste ganz genau, was für eine Reaktion kommt, wo ich das reingetan habe. Und ich habe es nur gemacht, weil du an der anderen Kiste dran warst. Mann, du wirst mir noch dankbar sein. Es ist echt praktisch, wenn man Ordnung hat. Das stimmt. Ich habe sonst immer die andere Seite. Mit Terraria spielen zum Beispiel sortiere ich den Quatsch immer mit einem Kumpel. Aber ich wollte auch mal die Seite erleben. Ich muss gerade fast weinen vor Glück. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich glaube, wir machen komplett getrennte Kisten. Oh, meine Quellen verraten mir, dass du dich ein wenig im Gemeinschaftszentrum umgeschaut hast. Warum stattest du mir nicht einen Besuch ab? Meine Gemächer befinden sich westlich des Waldsees im Steinturm. Ich habe eventuell ein paar Informationen. Moment mal. Des Rattenproblems. Warum kriegst denn du die Quest und nicht ich? Weil ich die Ordnung halte. Ja, natürlich. Das Spiel belohnt mich dafür. Geh mir nicht auf den Keks, ja. Das Spiel belohnt mich dafür und dich bestraft es. Und so. Und das finde ich nur recht und billig, mein Freund. Ich nehme mal stark an, du hast gerade keine Sequenz mit einem Zauberer, oder? Nee. Okay, dann. Hey, komm herein. Ich bin Rasmodius. Spricht man das so aus? Rasmodius? Würde ich sagen. Sucher der arkanen Wahrheiten. Vermittler zwischen dem physischen und dem ätherischen. Meister der sieben Elementare. Hüter des Heiligen Gral. Du verstehst schon. Und du, Lumida, deine Ankunft habe ich schon lange vorhergesehen. Hier, ich will dir etwas zeigen. Sieh her. Könntest du das Geknusper im Hintergrund lassen? Wir haben hier eine seriöse Cutscene. Du hast schon mal einen davon gesehen, oder? Nee, ich nicht. Das warst du, wer den gesehen hat. Aber egal. Sie nennen sich Junimus. Es sind mysteriöse Lebensgeister. Aus irgendeinem Grund weigern sie sich, mit mir zu sprechen. Weil du böse bist, du blöder Zauberer. Ich bin mir nicht sicher, warum sie im Gemeinschaftszentrum leben. Aber es gibt keinen Grund, dich vor ihnen zu fürchten. Du hast eine goldene Schriftrolle in einer unbekannten Sprache gefunden? Höchst interessant. Warte hier. Ich werde mir das mal persönlich anschauen. Ich bin gleich wieder zurück. Und er verschwindet. Und kommt gleich wieder. Müsste ich mal weitergehen. Die Sequenz geht trotzdem noch weiter, glaube ich. Ja, er hat sich so ein bisschen dematerialisiert. Und jetzt kommt er die Tür rein. Ich habe mich voll erschreckt. Ich habe die Notiz gefunden. Die Sprache ist verworren, aber ich konnte sie entschlüsseln. Wir, die Junimo, helfen dir mit Freude. Als Gegenleistung bitten wir dich um Geschenke aus dem Tal. Das ist auch wieder geil, ne? Wir helfen dir, aber wir wollen eine Gegenleistung. Wenn du eins mit den Wäldern bist, wirst du die wahre Natur dieser Schriftrolle sehen. Also dürfen wir das gar nicht, weil wir sind nicht eins mit den Wäldern. Ja, du vor allen Dingen nicht. Eins mit Waldmagie. Was meinen Sie damit?
bin sowas von eins mit den Wäldern. Ich hack gerade den ganzen Wald ab. Aha. Komm her. Mein Kessel blubbert nur so vor Zutaten aus den Wäldern. Babyfarn, Moosmaden, Karamell, Giftpilze. Kannst du es riechen? Ja, stinkt bestialisch. Hey, ich bin hier aus Schritte gegangen. What the fuck? Aber okay. Hier, trink aus. Lass die Essenz der Wälder deinen Körper durchdringen. Das würde ich nicht machen. Dann siehst du die gleichen Sachen, die ich gesehen habe, ja? So, jetzt trinke ich irgend so ein Gesöff. Und muss mich übergeben. Ja, das ist normal. Das ist immer so beim ersten Mal von LSD, weißt du? Ja, ich sehe jetzt auch gerade bunte Farben und Blätter. Ach, ist das schön. Und ein Baum, der spricht gleich zu mir. Zwei Bäume. Drei Bäume. Ben, ich sehe Bäume. Bäume. Bunte, bunte Bäume. Und sie kommen auf mich zu, ich habe Angst. Awesome. Sprechen die jetzt auch mit mir? Scheuche. Du hast die Kraft der Waldmagie erhalten und jetzt kannst du die wahre Bedeutung der Juni-Schriftrollen entschlüsseln. Ja, was für Schriftrollen? Junimo. Achso, bei mir kann ich nur Juni-Schriftrollen. Ich dachte, jetzt hast du was Böses gesagt. Nein, bye bye. Junimond. Es ist vorbei. Du hast mich ganz aus dem Konzept geworfen. Erstmal die Fische klauen, ja? Oh, hier eine, goldene Sternenmiesmuschel. Morche! Weg. Oh, hier sind ja noch Narzissen. Hier sind nur noch zwei Narzissen und zweimal Lauch. Hm. Oh. Ich guck ja nur rein. Ich komm schon. Ich mach hier Tapu. Ich so schnell kommst du, Pflanzen, das, ist aber, das ist aber flott. Hast du gehört? Ich hab alles gehört, ja. Ich zerhack unsere Pflanzen, wenn nur irgendwas fehlt. Aber was muss ich denn jetzt nochmal angucken? Achso, ich muss die komische Schriftrolle finden und mal anquatschen, damit ich das, die Quest krieg wahrscheinlich. Das hast nämlich du gemacht und ich nicht. Das kann sein. Ja, du kannst trotzdem nicht verhindern, dass ich da reingucke in deine Truhen. Aber ich kann mir ganz genau einprägen, was ich besitze und werde Tabula Rasa machen, wenn es weg ist. Was ist ein Tabula Rasa? Nicht mehr mitspielen? Alle unsere Pflanzen. Alle. Kann man die Pflanzen überhaupt vernichten? Natürlich. Okay, hab ich ja nie gemacht. Das ist mir schon aus Versehen passiert, weil ich dummerweise die Schocke angewählt hatte und nicht die Scanne. Klingt nach einem Lumi-Moment. Noch nicht in diesem Spiel, aber ja. Lumi-Moment. Als ob das so typisch für mich wäre, dass ich Sachen kaputt mache. Wollen. Oh, hier sind alle Kinder zusammen. Du riechst nach Gras. Ich riech nach Gras. Ja, es kann sein. Ich habe heute früh was geraucht. Das hier ist so ein kleines Städtchen. Du kannst es nicht vermeiden, alle zu treffen. Doch, irgendwie schon. Mir fehlen nämlich doch jede Menge. Mir fehlen noch vier Leute. Wie viele fehlen dir? Vier? Vier. Mir fehlen noch fünf. Hast du den Zauberer schon angesprochen? Nee. Noch am Angeln, Schatzi. Ja, Mausi, Hasi, Pupsi. So, ich nehme schon mal das Holz mit. Honigschnäuzchen. Ja. Teddybärchen. Fettibärchen ist aber nicht so nett. Teddy, du Horst. Also Teddy, ich hab schon Fettibärchen. Ich bin schon zu lange Single, ich habe keine Ahnung mehr, wie man so Namen gibt. Neuer Rekord, eine Brasse im Länge 38 cm. Ich muss dir meinen langen Fisch zeigen. Das ist die schlimmste Anmache, die ich je gehört habe. Ha, ich kann hier rein. Aber ich kann nicht schlafen. Ich kann mich sehr gut. Man kann doch im gleichen Bett schlafen.